In diesem Screencast werden euch die Basics und Grundfunktionen des iPads gezeigt, um damit im Unterricht starten zu können. Beginnen wollen wir mit den Grundfunktionen des Betriebssystems und einem praktischen Trick im Safari. Das ist der Internetbrowser auf dem iPad. Eine der wichtigsten Apps, die ihr ständig benötigt, ist die App Einstellungen. Mit ihr könnt ihr beispielsweise euer privates WLAN eingeben. Bluetooth-Verbindungen herstellen. Oder das Passwort zum Entsperren des iPads bearbeiten. Diese und alle anderen Einstellungen sind in dieser App gebündelt. Wenn ihr eine Einstellung nicht findet, könnt ihr diese auch suchen, indem ihr ganz nach oben scrollt, bis das Suchfenster erscheint. Das Suchergebnis antippen führt euch direkt ins gesuchte Menü. Um eine App zu verlassen, drückt man den Home-Button. Dies ist die einzige Taste, die das iPad auf der Displayseite hat. Nach Drücken des Home-Buttons befindet ihr euch immer auf dem Startbildschirm des iPads. Bei zweimaligem Drücken des Home-Buttons werden die zuletzt geöffneten Apps angezeigt. So kann man schnell zwischen Apps wechseln. Die Apps, die man am häufigsten benötigt, kann man in die untere Bildschirmleiste ablegen. Man nennt diese Leiste Dock. Durch langes Gedrückthalten einer App erscheint ein Menü. Hier wählt man Homebildschirm bearbeiten aus und die Apps beginnen zu wackeln. Nun kann ich sie beliebig verschieben oder im Dock ablegen. Mit Klick auf den Fertig-Button am oberen rechten Rand wird der Vorgang beendet. Safari bietet die Möglichkeit, eine Favoritenliste für Websites zu erstellen. Habt ihr aber eine Website, die ihr wirklich sehr häufig benötigt, könnt ihr diese über das Exportmenü auf dem Homescreen ablegen. Dazu öffnet ihr den Safari und wählt die gewünschte Website an. Ist diese geladen, klickt man auf das Exportmenü und wählt den Menüpunkt zum Homebildschirm. Die Seite wird nun wie eine App auf dem Homebildschirm des iPads angezeigt. Dies funktioniert mit jeder Website. Fahren wir fort mit der Kamera-App als Alternative zur Dokumentenkamera, dem Kontrollzentrum, um im Unterricht schnell agieren zu können, und dem Apple TV, um euer iPad mit einem Projektor oder einem Display zu verbinden. Nach Öffnen der Kamera-App erscheinen alle wichtigen Funktionen, die man benötigt. Man wählt zuerst aus, welche Kamera verwendet werden soll. In der Regel nimmt man die Kamera auf der Rückseite des iPads. Anschließend wähle ich aus, ob ich ein Foto oder Video beispielsweise auch in Zeitlupe aufnehmen möchte. Auf der linken Seite gibt es die Möglichkeit zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildausschnittes. Wenn man alles eingestellt hat, einfach auf den Auslöser drücken. Gespeichert werden alle Aufnahmen in der Fotos-App. Wischt man mit einem Finger vom oberen rechten Eck diagonal nach links unten auf dem iPad, erscheint das Kontrollzentrum. Hier hat man schnellen Zugriff auf verschiedene Dinge, etwa der Lautstärke, die Displayhelligkeit oder einem Timer, der im Unterricht sehr praktisch ist. Weitere Möglichkeiten kann man in der App Einstellungen hinzufügen. So kann sich jede Lehrkraft ihr Kontrollzentrum personalisieren. Das Verbinden seines iPads mit einem Display oder Projektor geht am einfachsten über das Kontrollzentrum. Man wählt hier den Punkt Bildschirmsynchronisierung aus. Es werden alle verfügbaren Apple TVs angezeigt. Durch Klick auf das entsprechende Apple TV wird die Verbindung hergestellt und ihr müsst den Code eingeben, der euch auf dem Display angezeigt wird. Wichtig für eure produzierte Daten ist die App Dateien.
Die App Notizen bringt viele Dinge mit, die für den Schulalltag sehr praktisch sind. Öffnet man die App-Dateien, erhält man einen Überblick über die Datenstruktur des iPads. Links sehen wir die Speicherorte und rechts die darin enthaltenen Daten. Die Speicherorte können durch einen Klick auf die drei Punkte am oberen Rand modifiziert werden. Nicht benötigte können ausgeblendet werden oder weitere können aktiviert werden. Eine weitere sehr praktische Funktion ist das Verbinden mit einem Netzlaufwerk. Wer eventuell zu Hause eine Netzwerkfestplatte betreibt oder ähnliches, kann sich komfortabel über das iPad mit dieser verbinden. Auf der rechten Seite seht ihr immer die Dateien, die sich an den entsprechenden Speicherorten befinden. Zuerst empfehle ich die Umstellung der Ansicht auf Spalten. Anschließend kann man Ordner erstellen und Dateien nach eigener Struktur sortieren. Mit einem langen Klick auf einen Ordner erscheint das Kontextmenü. Hier hat man verschiedenste Möglichkeiten, die Ordner und Dateien zu bearbeiten. Da die Cloud-Funktion nicht aktiviert ist, muss vor der Erstnutzung von Notizen das lokale Konto aktiviert werden. Dazu geht man in die Einstellungen, wählt auf der linken Seite Notizen und aktiviert dann im rechten Fenster Auf meinem iPad-Account. Bei erstmaliger Öffnung der Notizen erscheint ein Willkommensbildschirm. Hier einfach auf Weiterklicken. Die Abfrage zur Cloud-Nutzung wird mit Später beantwortet. Ist die App geöffnet, wählt man oben links Ordner. Es wird der eigene Ordner gezeigt, der lokal auf dem iPad gespeichert ist. Über das Ordnersymbol an der unteren Leiste kann man weitere Ordner erstellen. Durch ein Wischen nach links ist man zurück im Notizenbereich. Oben rechts wird nun eine neue Notiz erstellt. Die erste Zeile ist automatisch immer der Name der Notiz. Zwei Beispiele für den Schulalltag. Sehr praktisch ist es, dass man Notizen einen karierten oder linierten Hintergrund geben kann. Dazu erstellen wir eine neue Notiz und gehen auf das Menü durch Klick auf die drei Punkte. Hier wählen wir Linien und Gitter. Jetzt einfach den gewünschten Hintergrund auswählen. Wer mit einem Stift schreiben möchte, kann nun noch die Notiz in den Vollbildmodus schalten. Dadurch erhält man einen einfachen und schnellen Tafelersatz. Ein zweites Beispiel sind die Checklisten. Nach dem Erstellen einer neuen Notiz und Eingabe der Titelzeile wählen wir das Symbol Checkliste aus, der kleine Kreis mit einem Häkchen. Jetzt gibt man Schülernamen etc. ein. Ist die Liste fertig, kann durch einfaches Antippen des Kreises ein Häkchen gesetzt oder entfernt werden.